Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge mit meinem Paladin. So, wir haben ja letztes Mal die Gunst von Bonzambi erhalten und jetzt reden wir mal mit Kiabu. Was wollt ihr? Das hatten wir ja letztes Mal vorgelesen, ne? Dass er halt uns verwandelt oder eine Verwandlung für Bluttreu gibt, damit wir halt ihm helfen können, jemanden zu finden. Wie heißt der? Yochunga. So, das nehmen wir mal an. War's? Guck mal, Alter. Sagst du was? Nee. Na gut. Das heißt, wir müssen hier einmal die Schädel draufsetzen. Eins. Zwei. Drei. Denn wir müssen ja ein Ritual durchführen, damit wir uns in einen Bluttreu verwandeln. Braucht ihr ein bisschen Voodoo? Ja, immer. Hier gibt's echt schlimmes Voodoo in der Gegend. Ja. Ich bin bereit, mit dem Ritual zu beginnen, um mich als Bluttroll auszugeben. Entspannt bleiben, Mann. Ich warn euch mal. Wird ein bisschen wehtun. Naja, vielleicht ein bisschen mehr. Die Bluttrollfrauen befehlen die Kriegsmeuten. Also müsst ihr wie eine aussehen. Lasst mich mal machen. Das kriege ich hin. So, hab euch den Geist von dem Bluttroll verpasst. Die Magie wird euch verwandeln, wenn ihr näher an ihr Dorf rangeht. Ja, war auch gar nicht Achso, ich bin ja schon wieder voll geheilt. War auch gar nicht schmerzhaft. Kein Problem, Freundchen. Ihr seid bereit. Alles klar. Heimlich nach Zalamar. Ihr denkt jetzt bestimmt, dass sich dort gar nichts verändert hat. Aber vertraut drauf, dass meine Voodoo-Zauber gewirkt haben. Glaube ich. Glauben ist gut, Wissen ist besser. Sobald ihr euch Zalamar nähert, verwandelt ihr euch in Blutroll. Yochunga werdet ihr dort finden, wo sich viele Blutrolle versammelt haben. Findet Yochunga und sagt ihm, dass ich euch geschickt habe. Er wird euch dann erzählen, wie die Situation vor Ort ist. Schleicht euch nach Zalamar hinein und findet Yochunga. Das war... In der Nähe von ihrem Lager werdet ihr in eine von denen verwandelt. Aber passt auf, die Tarnung ist nicht perfekt. Wer hätte das gedacht? So, das Dorf ist hier. Das heißt, wir müssen jetzt da lang. Wir gehen am besten hier runter. Und probieren mal, ob die Tarnung funktioniert. Ob wir wirklich zu einem Bluttroll werden. Und ich sehe immer noch aus, als hätte ich Strapse und Stiefel, ne? Ich sollte vielleicht mal Mogga aufsuchen, damit ich endlich wieder aussehe wie ich selber. Die Axt finde ich jetzt auch nicht so dolle, aber was soll man machen? Na, wir können nicht alles haben und Moggen kostet ja auch Gold. Und wir wollen ja ein bisschen sparen mit der Kleinen. Habt ihr gesehen? Wie sich das Gras bewegt, wenn ich da durchlaufe. Schön, oder? So, that's me. Ne, Shifu der Bluttroll. Oh, mein Fuß ist im Boden. So. Okay. So sehe ich jetzt aus. Auch interessant. Na gut, dann wollen wir mal. Mal gucken. Ah, sind alle freundlich. Beeilt euch besser und geht rein. Angeblich wurde Najimas Arbeitergruppe tot aufgefunden. Okay. Ich laufe. Hallo. Ich rate euch, eure Waffen messerscharf zu wetzen. Bald werden wir den Zandalari gegenübertreten. Ah, mal schauen, ob ihr das wirklich werdet. Yochunga, hallo. Der Fledermäuse-Diener von Gahun akzeptiert unser Opfer. Das gefällt mir. Bringt mehr in meine Höhle. Ich muss mit dem Meister Zwiesprache halten. Okay, ich glaube, den Loa können wir vergessen, um Hilfe zu fragen. Wie sollen wir das nur bewältigen? Kiabu schickt mich. Psst, wir müssen uns wegschleichen. Bei den Bluttreuen haben die Frauen das Sagen. Gib mir den Befehl, in die Hütte da drüben zu gehen. Sag, dass ich ein Blutritual vorbereiten soll.
Es wird niemand komisch vorkommen, dass ihr mir Befehle gebt. So, Chochunga, ich brauche eure in der Hütte da drüben, um das Blutritual vorzubereiten. Hütet euch vor den Bluttrollen. Ihr seid der Bossmutter. Ich mach mich los. Ja, hier haben das. Hier haben die Frauen das Sagen. So. Oh, da gibt's auch die Tränke. Hi. Ich hasse Blutrolle. Ich hasse Blutrolle. Hier drin sind wir sicher. Zum Glück seid ihr hier. Allein kann ich das nicht aufhalten. Naja. Salama isolieren. Hirek, der Lohr der Fledermäuse, wurde von Gahun verderbt. Er wird uns nicht helfen. Solange sie Lohr auf ihrer Seite haben, gibt's nur einen Ausweg. Wir müssen Hirek töten. Ich habe einen total verrückten Plan, bei dem wir zwei allerdings wahrscheinlich nicht überleben. Zuerst isolieren wir den Ort. Die Kriegstrommler der Blutreuer schlagen Alarm, sobald hier was passiert. Sie müssen weg, aber unauffällig. Mit eurer Tarnung fällt ihr nicht auf. Geht einfach rüber und kommandiert sie von ihren Posten ab. Alles klar. Pflichten eines Blutrolls. Pflichten eines Blutrolls. Ihr dürft nicht auffallen, wenn keiner Verdacht schöpft soll. Das wird kein Zuckerschlecken. Im Lager verteilt werden Akkordarbeiter an. Als Teil des Rituals gefesselt sein. Sie werden zum Test geschlagen, um sie stärker zu machen. Wenn es einer nicht schafft, wird er geopfert. Die, die es schaffen, dürfen die Sandalari bekämpfen. Wenn ihr euch einschleichen wollt, müsst ihr diese Akkordarbeiter als Teil des Rituals testen. Das klingt komisch, aber so ist der Brauch. Testet 5 unerprobte Akkordarbeiter. Kommt heil wieder zurück. Okay. Dann machen wir das mal. So, da ist ein Akkordarbeiter und da oben ist der erste Posten. Schleichen wir uns mal dran vorbei. Irgendwelche NPCs konnten uns, glaube ich, auch sehen. Ich war mir nicht... Da hängt einer. So. Hey Mutter, es gibt schlechte Neuigkeiten. Wir haben die Spur von den Eindringlingen verloren, die Najimbas Arbeitstrupp abgemoxt haben. So, wir brauchen mehr Stein im Lager. Geht und sammelt nur die reinsten Felsen in Nasmir. Und zwar 60 davon. Ich breche sofort auf, Mutter. Für euch tue ich alles. Ah. So ist richtig, Kind. Lauf. 60 feinste Steine. Geil. Sieht mich einer von denen? Nee, ne? Lass uns erstmal vorbeischleichen. So, da oben im Turm ist der nächste. Was ist das hier? Ich kann noch mehr Schmerz ertragen. Ich werde alles töten, was mir in die Quere kommt. Okay. Ja, der baumelt da auch rum. Ich bin nicht schwach, ich fühle keinen Schmerz. Ich bin bereit zu töten. Du hängst sie aber auch komisch zappelnd so ab, ne? So, siehst du mich? Nein. Muss hier erstmal gucken. Na, guck mal, da sitzt ein Sandalari drin. So. Bin stark, ich kann noch mehr einstecken, Mutter. Alles klar. Der will noch mehr Schläge. Wer bist du? Zartrax, der Ermächtigte. Mutter, hier ist alles ruhig. Wir brauchen 50 makellose Krokolisten heute. Holt sie ran und kommt nicht zurück, bevor ihr sie nicht alle zusammen habt. Euer Wunsch ist mir Befehl. Was ist mit dem da? Ah, den müssen wir auch noch befreien, ne? Ah, das ist auch wieder so eine Sidequest. Oh, später. Ich muss jetzt erstmal hier... alles gut. Hier sieht mich, glaube ich, auch keiner. Nee. Wo baumelt denn der nächste hier? Da.
Kannst aushalten, Mutter. Bin bereit für den Kampf. Bin ich schwach. Ich will keinen Schmerz. Ich bin bereit. Da oben ist eine Kiste. Komme ich da dran? Ist hier einer drin? Hallo? Bluthexe, Vashera. Ich glaube, hier muss ich sowieso nochmal rein. Achso, die Kiste war ja hier irgendwie hier drunter, ne? Jawohl. Und tschüss. Wir sehen uns sowieso gleich wieder. Wir sehen uns eh gleich wieder. Die Wachen... Nö, passiert auch nichts. So. Ich glaube, das ist der letzte Posten, ne? Jo. Ich glaube, ich habe da drüben im Nordwesten eine Bewegung gesehen. Okay. Ich brauche mal Holz im Lager. Geht und holt 30 Scheite, aber ich will nur die makellosen. Ich komme zurück, wenn ich fertig bin. Alles klar. Und tschüss. So, dann haben wir die auf jeden Fall alle mal umgepackt. Jetzt müssen wir wieder in die Hütte zu dem Jungen. Na? Ach, okay, reiten hätten wir auch können. Na gut. Hi. Dunkle Zeiten in Sandala. So, einmal das Azerit-Vorkommen. Niemand ahnt was. Kommt ein paar. Dem Druck nicht standhalten. Was macht ihr da? Shefu, was macht ihr da? Shit. Eure Tarnung ist weg. Warum ist meine noch da? Schätze, das ändert die Sache. Ja, ich denke auch. Jetzt muss ich mich durchprügeln. Wie sollen wir das nur bewältigen? Ach, Mist. Die Brut vergiften. Jetzt können wir uns darum kümmern, Jirik zu erledigen. Also, Shefu, ich bin ja Spezialist für Gifte und Tränke. Ich habe ein Gift für Jirik gearbeitet, um es bereit zu haben, wenn die Zeit gekommen ist. Aber ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich will, dass ihr mit dem, was ich schon gemacht habe, loszieht und ein paar Fledermäuse in der Gegend tötet. Es sollte sie sofort umbringen. Wenn es funktioniert, kann ich es mit meinem Voodoo noch stärker machen. Dann können wir damit vielleicht sogar Jirik töten. Okay, 5 Fledermäuse verseucht, Zeichen der Fledermaus. In dem Lager gibt es 3 Hexen, die von Jirik verzauberte Talismane besitzen. Ihr müsst mir diese Talismane holen. Wenn das Gift dann perfekt funktioniert, können wir es einsetzen. Die Essenz von Jirik in den Talisman wird mein Gift derart stärken, dass wir es gegen die Loa einsetzen können. Falls das Gift nicht wirkt, denken wir lieber nicht drüber nach. Es muss einfach wirken. Beschafft einfach die Talismane. Alles klar. Hütet euch vor den Bluttrollen. Dunkle Zeiten in Sandala. So, das heißt, wir müssen uns jetzt... Wir haben auch Bonusgebiet. Das heißt, wir prügeln uns jetzt quasi durchs Lager. Ich würde gerade sagen, wir fangen da an und arbeiten uns einmal rum. Und wir starten mit euch beiden, Ladies. So, kommt ran, kommt ran. Jeder darf mal. Ich habe genug für alle. Müssen aufpassen, dass wir nicht alle auf einmal hier rankriegen. Das könnte ein bisschen ungemütlich werden. Oh. Ey. Komm her. Das Dumme ist, die springen immer weg und kommen mit ihrem Blasrohr wieder. Na? So. Das haben wir auch. Absorbieren. Macht uns das jetzt stärker? Komm her, du. Dich tue ich töten. Und das Sandala lassen wir raus. So. Aufschließen. Die wollten mich den Fledermäusen verfüttern. Ja, das denke ich mir, dass sie das wollten. Das da ist eine... Ach, da ist ja eine... Hängt ja eine Fledermaus. Ha! So, stirb. Schön. Und down. Ja, so viel rumschleichen geht gar nicht, weil wir müssen ja sowieso töten. Na, damit wir ja auch hier das Bonusgebiet vollkriegen. So, eins. Ach, da kommt ja noch mehr. Ups.
Und der nächste liegt. Jetzt habe ich hier auch einen Krog. Und da kommt gleich auch noch einer. Ja, komm zu Mama. Na, komm. Ich kriege ja auch noch klein. Besonders gibt es immer schön Fleisch. So. Dann müssen wir halt, glaube ich, hier ist die erste Hexe. Komm her, du. Und wenn die frech wird, kriegt die einfach mal den Hammer drauf. Oh, die mit ihrer blutroten Lache, ne? Wenn sie hier diese Bossfähigkeiten, die sehen wir ja auch im Raid. Also, einer der Bosse. Nee, du kriegst mal nicht. Einer der Bosse hat ja auch diese Fähigkeit. War das Vectis? Sefak? Achso, das bist du. Asmodius. Guten Tag. Ja, haut drauf. Du bist ein Tank. Okay. Ach komm. Willst du wohl jetzt nicht gut sagen? Ja, das wird doch nichts. So, ich möchte gerne mal hier so einen Schmortopf essen. So. Brauchen wir auf jeden Fall die hier noch. Und die nächste Fledermaus. Nasch dir. Und die nächste. Oh, da hängt auch noch einer, aber ich glaube, der ist tot. Das sieht aus. Na, komm her, Uschi. Eure Knochen werden uns gut dienen. Ja, meinst du? Blutrausch. Ja, die Sachen, die hier rumstehen, die buffen uns ordentlich. Hätte ich ja nicht gedacht, ne? Normalerweise, ich vergesse das ja auch gerne mal. Hey, Mann. Aber man sollte die schon mitnehmen. Komm her, du. Oh, das wäre noch viel zu viel. Du musst auch so viele töten. Aber unten drin sind, glaube ich, auch noch welche. So. Jawohl. Sollen wir die letzte Hexe noch holen? Ich meine, wir könnten uns jetzt hier auch schön entlang kämpfen. Ja. Na, Kroggy? Komm her. So, haben wir die Hexe. Da ist nochmal so ein Fläschchen. Ja, komm her. Ach Gott, aua. Wo kommst du jetzt her? Also. Oh ja, der Trank ist super, ne? So, dann hauen wir uns die Pflanze auch noch rein. Und die andere auch noch. Den Erfolg habe ich zwar schon, aber man kann sich das ruhig mal mit reingeben. Das gibt alles Buffs. Oh, ich habe nur einen bekommen. Na, okay. Schade. Ich dachte, es gibt jetzt mehr. Egal. Wir haben auf jeden Fall jetzt ein bisschen. Geht alles ein bisschen schneller. Den haben wir auch noch. So. Gewebte Götze. Die machen wir auch noch mit drauf. Komm her, du. Zack. 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 Ja? Willst du dich wohl hinlegen? Euer Blut für Gahun! Ja. Hab ich dich doch getriggert, ja? So, Frog liegt. Ich lege mal auch noch hin. Na, kommt der andere mit? Das ist schön. Dann lass uns.
Nee? Musst du die nicht? Na gut. Ich dachte, er muss sie auch töten. Oh Gott. Nee, da darf ich nicht drinstehen bleiben. Na komm, Hexe. Komm wieder raus. Jetzt, wo sie fast down ist, kommt da. Ja. Zack. Da haben wir sie. So, wo ist Ibchen? Ibchen ist da vorne drin. Mehr Blut für Hirik! Ja, kommt her. Ich halte dich. Hat er doch noch ein bisschen mitgeholfen. So. Komm ran hier. Da unten ist so viel Erz. Ich hasse Blutrolle. Ich wusste, dass mein Gift nicht wirken würde. Ich muss nur noch ein bisschen mehr Voodoo reinpacken. Hier hast du den Talisman. Was nehmen wir denn? Schmuck? Oh ja, komm. Warte mal, ist das gleiche? Nee. Passt mal auf euch auf. Ich brauche euch noch. Ich werde mich allein eurer annehmen. Oh nein, Hirik. Jetzt wird's ernst. Wenn das nicht klappt, sind wir mausetot. Wie okay. Hirik, der Fledermauslohr. Hirik weiß, dass wir da sind. Wenn es stimmt, was ich über Hirik gehört habe, wird er uns persönlich töten wollen, sobald wir uns zeigen. Der Zeitpunkt ist gekommen. Wir beide gehen da raus und treten vor eine Horde Blutrolle, die sehen wollen, wie ihr Loa uns tötet. Nehmt den Dolch, er ist mit Gift überzogen, das ich selbst gemacht habe. Ich werde wahrscheinlich länger überleben als ich und könnt ihn dann einsetzen. Tut so, als würdet ihr von Hirik kauern. Überlasst mir das, Reden. Und auf mein Signal hin springt ihr dann los und stecht auf Hirik ein. Dann hoffen wir das Beste. Kommt heil wieder zurück. Alles klar, dann komm. Meine Diener, lasst ab. Ihr Frevler, dunkle Zeichen vor und seht euch mit Blutrollen ins Auge. Euer Blut wird Gahun speisen. Okay. Ich hasse Blutrolle. Und jetzt? Passt mal auf euch auf. Ich brauche euch noch. Wolltest du nicht mit ihm reden? Dunkle Zeiten in Sandala. Achso, hier. Kommt heil wieder jetzt zurück. Lass uns unseren Plan in die Tat umsetzen. Passt mal auf euch auf. Ich brauche euch. Großer Hirik, wir flehen um Gnade. O Mächtiger, verschont uns. Gnade? Dummes Insekt, wir werden euch und ganz Suldasar auslöschen. Na gut, jetzt denkt ihr weg. So, immer du bist. Was ist das für ein Gift? Was habt ihr mir angetan? Haha, es klappt! Nicht aufhören! Weiter stechen! Natürlich, immer drauf. Die Macht meines Meisters durchströmt mich. Sie wird mich von eurem Toxin läutern. Das glaube ich nicht. Ich werde mich an eurem gebrochenen Leib. Ihr seid stark. Aber keiner hält der Macht eines Luas stand. Und da fliegt sie. Ah. Runter! Da kommt Hirik! Erstmal dramatisch sterben. Nach all euren Heldentaten endet ihr Tod in meiner Höhle.
Ich labe mich an euch. Wenn ich wieder bei Kräften bin. Ah ja. So. Ich hasse gut. Der denkt, Tod eines Fluchs. Wir brauchen einen neuen Plan. Ich bin ziemlich schwer verletzt. Ich glaube, ich kann mich nicht bewegen. Keine Sorge, ich habe ein paar Tränke, die mich heilen, aber das dauert. Hirik ist in der Halle da hinten. Das Gift hat ihn geschwächt, aber er ist ein Loa und er wird es noch lange nicht töten. Ich kann nicht glauben, dass ihr ein Loa töten werdet. Das haben wir einfach nicht, aber Hirik ist jetzt Diener von Gahun und wir haben keine Wahl. Es liegt es an euch. Tötet Hirik und beendet diesen Wahnsinn. Besiegt Hirik und bekommt was Neues zum Anziehen. Geht ihr weiter? Ich werde schon wieder. Ich brauche nur Zeit. Ich muss echt mal anfangen, etwas gesünder zu leben. Ja, solltest du vielleicht mal tun. Ist gar keine schlechte Idee, gesünder zu leben. Oh, 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 oh. Habe ich ihn gerade noch mitbekommen. Hirik war ein Diener von Gahun. Dafür werdet ihr bezahlen. Zuerst wird Zuldazar fallen und dann die Horde. Ihr habt unseren Loa getötet. Wir werden euch jagen, euch foltern. Euer Blut ist unser. Ihr könnt nicht aufhalten, was kommt. Keine Hoffnung für Zuldazar. Keine Hoffnung für euch. Gahun kommt. Gahun erwacht. Mein Gott, Athena. Wie sollen wir das nur bewältigen? Tod eines Loas. Ich weiß, es ging nicht anders. Hirik ist tot. Lass mir das verfluchte Ort schiffen. Wir hätten nie einen Loa töten sollen, aber das haben wir. Was nehme ich denn jetzt? Vielleicht mal die Brust. Talanjis Expedition ist jetzt freundlich. Yeah! Rauf und immer weiter. Traurig, dass Hirik sterben musste, aber zumindest sind die Blutrolle jetzt geschwächt. Meine Tränke heilen mich gut. Ich habe mich etwas umgeschaut und den hier... Er ist ein bisschen wild, aber nicht feindselig. Ich denke, mit ihm könntet ihr hier rauskommen. Springt schnell auf, bevor er das Seil zerreißt. Und keine Sorge um mich. Ich finde selber raus. Kehrt zu den Ruinen von Zubal zurück. Kommt heil wieder zurück. Alles klar. Dann werden wir uns bald wiedersehen, hoffentlich. So, Zalamar. Wir werden Zalamar jetzt verlassen. Bringst du uns noch weiter? Nö. Der bringt uns nur bis hier. Wow. Naja, die letzten 3 Meter werden wir auch selber laufen können, oder? Wer hat sich nicht getraut? Ach Gott. Schildkröten. Hier sind Schildkröten. Wen haben die denn da? Ihr seid noch am Leben. Ja, bin ich. Was wollt ihr? Dschunga lebt, aber der Loa Hirik. Ihr habt was gemacht? Ihr könnt doch nicht. Ihr dürft keine Loa umbringen. Ja, doch. Braucht ihr ein bisschen Voodoo? Tut mir leid, ich habe getan, was ihr tun musst. Hätte ich geglaubt, dass dieser Gahun ausgerechnet den Loa verderben könnte. Nasmir ist verfluchter Ort für alle. Jagd auf Zadrax. Schefo, ihr könntet mir bei einer Sache helfen. Talanji sagte, dass Schattenjäger Dajul und sein Einhänger Kaldran losgezogen sind, um einen Licht namens Zadrax zu jagen. Sie sind unterwegs zum Grabhügel. Ich fürchte, sie haben sich damit übernommen. Könnt ihr nach ihnen schauen und ihnen vielleicht helfen? Wir dürfen keine weiteren Verbündeten hier fliehen. Fliehen. Wir sehen uns später. Genau, die hatten wir ja vorher schon gesehen. Das war ja hier
Die standen hier auf der Rückseite, wisst ihr noch? Wo ich sagte, das machen wir später. So, Talanji, hi. Sandala für immer. Ein Wiedersehen. Schön zu sehen, dass ihr unversehrt seid. Nasmir ist ein Ort voller Albträume. Aber ihr haltet euch wirklich wacker. Rukan und ich haben eure Horde davon überzeugt, dass wir mehr Unterstützung brauchen. Er bereitet sich darauf vor, sich mit der Verstärkung zu treffen. Wir brauchen immer noch die Hilfe der Lua. Wie sieht es mit Bonsambi und Hirek aus? Erzählt Talanji von euren Erfahrungen mit Bonsambi und Hirek. Möge Bonsambi eure Feinde holen, bevor er euch holt. So. Ihr wollt mir also sagen, Bonsambi hilft euch und ihr habt Hirek getötet? Ja. Beeindruckend. Aber wir haben Arbeit. Es bleiben nur noch zwei Loa. Wir müssen uns den Tortolanern anschließen auf ihrem Weg zu Torga, dem Schildkrötenloa. Nun gut, ihr dürft mitkommen. Aber macht nicht zu viel Lärm. Das ist eine Pilgerreise, kein Karnevalsumzug. Ah, bleibt mal locker. Viel zu tun. Macht's kurz. Mögen die Loa über euch wachen. Alles klar. Ich würde sagen, das machen wir aber in der nächsten Folge. Das ist hier die Hauptquest. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Bye, bye.